Meine Großmutter Martha von Kastelberg war hochgradig musikalisch. Sie hatte eine professionelle Ausbildung im Geigenspiel, hat dann autodidaktisch noch Klavier gelernt. Und ganz für sich allein hat sie auch Komposition gelernt und ausgeübt. Und sie hat eigentlich gewusst damals, dass das nie wird aufgeführt werden, weil das einfach Frauen damals nicht wirklich präsent waren im Musikbetrieb und schon gar nicht als Komponistin. Ich bin in der Stiftung von der Martha von Kastelberg und habe dort initiiert, dass wir die CD-Produktion machen, damit wir das Werk von dieser Komponistin ein bisschen in die Welt tragen können. Ich fand, es war einfach ein tolles Projekt, Lieder von einer Zürcher Komponistin auch und von einer Frau, weil es gibt viele Komponisten, aber nicht viele Komponistinnen. Die Musik von Martha ist einfach super schön und ganz viele unerwartete Harmonie. Ich finde die Musik interessant. Es zeigt eine neue Perspektive auf die Klassikszene der Schweiz. Und das interessiert mich als Musiker natürlich sehr. Sonst singe ich Opern und Konzerte, viele Lieder. Und wenn die Lieder aus meiner Heimat kommen, freut mich das natürlich besonders. Also bei dem Projekt war für mich sehr reizvoll, dass es extrem unbekannte Lieder sind. Ich kannte kein einziges. Ich finde es spannend, das zu entdecken, und ich fand das sehr spannend, das so zu erarbeiten, dass es wirklich auch für den Hörer etwas ganz, ganz Spezielles wird. Es hat mir Spaß gemacht, mit diesen tollen Leuten zu singen und meine Stimme zu mischen mit allen anderen. Auf diese CD freue ich mich sehr, weil ich jetzt erstmals wirklich einen grossen Teil von diesen Kompositionen hören kann. Von jungen, professionellen Leuten gesungen. Was speziell Freude macht, dass auch junge Leute einen Zugang finden zu dieser Musik.